Servus, geehrte Wargamer, Hardcore-Strategen und solche, die es vielleicht noch werden wollen. Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Strategic Command World War II War in Europe gegen den Steinwallen. Ja, letzte Runde war ja durchaus ereignisreich mit der Einnahme von Orel. Und ich würde mal sagen, der Oberkommandant, der Rommel dort, der hat freie Hand. Mal sehen, ob wir diese Runde mit ihm noch irgendwas machen können. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt darauf, wie Steinwallen reagiert hat. Oh, traditionellerweise, also untraditionellerweise geht es nicht los in Algerien, dafür Mittelmeer. Okay, die Flugzeugträger werden wieder aktiv, bombardieren hier meinen Kreuzer in Toulon. Das war der zweite Flugzeugträger, das wird es dann wohl gewesen sein mit dem Kreuzer. Gut, also der schlafende Riese ist erwacht. Oh, mein Schlachtschiff, minus zwei, der zweite Flugzeugträger. Hoffentlich passiert hier nicht noch mehr. Ich hoffe, dass meine Schiffe hier noch einigermaßen lebend rauskommen. Frage ist, was bedeutet das? Marinebomber, hier kommen wieder die Manöver, um meine Abfangjäger zu beschäftigen. Mal gucken. Also ich habe nie daran gedacht. Ich muss das jetzt diese Runde vielleicht auch mal probieren. Vielleicht kann ich da in Russland irgendwie Gewinn rausschlagen. Strategische Bomber auf Orléansville. Luftabwehr schlägt zu. Leider kann man nicht sehen, wie viel abgezogen worden ist. Minus 3 bei den Ressourcen bei Orléansville. Ein MPP, das kann ich verschmerzen. Und hier bringt er sich jetzt langsam in Position. Ein, zwei Runden, glaube ich, kann ich hiervon noch aussehen. Oh! Hier wird meine Armee angegriffen. Ach du Scheiße. Das war's. Welche Armee war das? Ich weiß es nicht. Meine Panzer sind isoliert. Und jeder Verlust hier im Irak ist natürlich tragisch. Weitere Flugzeugträger hier im Bereich bei Skagerrak. Oh, hoffentlich überlebt der Kreuzer das. Ja, Gott sei Dank. Strategische Bombardierungen. Das war jetzt ein... ein amerikanischer Jäger. Ein amerikanischer strategischer Bomber. Das muss ich bemerken für die Übersichtskarte. Das müsste der zweite strategische Bomber sein. Minus zwei. Leider kann man nicht sehen, wie viel bei ihm. Hat jetzt zwei strategische Bomber da oben stehen, oder? Das ist der Jagdschutz, den wir vorhin schon hatten. Das heißt, zwei strategische Bomber in Großbritannien. Ja. Puh, diese Runde schon ganz viel einstecken müssen. Mal gucken, wie es hier in Russland läuft. Er versucht hier durchzubrechen zum Rommel. Oh, 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 oh. Minus zwei, hoffentlich überleben wir das. Ah, der Rückzug war gut. Minus 3. Ich befürchte, das war's mit diesem Korps. Ausgeschaltet, ja. Die Versorgung müsste auf 5 gewesen sein. Es ist zumindest einigermaßen gut. Die Stoßarmee hat ja auch ausgeteilt. Oh, Panzer hier bei Bryansk. Das war's mit unseren Aufklärern. Sagen wir es so, dann kann er nicht mehr irgendwo unnütz geparkt umeinander stehen. Da hat die Pack angegriffen. Und auch hier hat er sich jetzt in den Raum Bryansk zurückverlegt. Oh, bloß einen abgezogen mit der Pack. Das ist natürlich jetzt übel gewesen. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist die verlustreichste Woche, die wir seit Kriegsbeginn haben. Oh, diese Schockarmee. Minus 4 abgezogen. Oh, ein weiteres Korps hier auch noch weg. Dramatische Entwicklungen jetzt hier an der Ostfront. Was hat er da jetzt ausgetauscht? Das habe ich nicht genau gesehen. Was hat er da ausgetauscht? Puh. Goretzka, schwere Kreuzer versenkt. Orléansville hat schade Bombardierung erlitten und jetzt geht's los. 12. Armee zerstört, 11. Korps zerstört, Afrika-Aufklärung zerstört, 26. Panzerabwehr zerstört, 22. Garnison zerstört und das 27. Korps zerstört. Puh. Wie mache ich diese Verluste jetzt an der Heimatfront
bekannt. Oder nutzt man es aus für eine Propagandaschlacht? Ja gut, vor euch kann ich es nicht verstecken, von daher hat es keinen Sinn. Zwei Stoßarmeen mit Nachschubmangel. Das ist auch interessant, wo die wohl sein könnten. Aufklärung, haben wir nichts bekommen. Tja, ich werde mich jetzt erstmal zurückziehen in den Kartenraum und meine eigene Aufklärung betreiben und irgendwie versuchen, hier die Verluste zu verschmerzen. Und bisher ist mir noch immer irgendwas eingefallen. So, da sind wir auch schon bei uns im Kartenraum und schauen wir uns erstmal die Situation an der Ostfront an. Generell einheitmäßig hat die UdSSR zu Beginn der Runde 74 Einheiten. Wir erinnern uns, letzte Runde waren es auch schon 74 und davor waren es 72, obwohl wir doch einiges an Einheiten hier auch weggehauen haben. Ja, wir selber haben 104 Einheiten und es zeichnen sich doch einige Dinge ab und unsere größte Baustelle ist wahrscheinlich hier im Raum Dünaburg, denn wir können hier auch schon ganz klar sehen, dass es hier eine Bewegung zur Kesselbildung gibt. Also er versucht einmal hier unten und wahrscheinlich über Dünaburg, wir sehen das hier mit den zwei schweren Panzereinheiten, versucht er mich hier in dem Raum einzukesseln. Und das müssen wir natürlich irgendwie unterbinden. Wir haben jetzt auch schon das Problem, dass die Versorgungslinien von Dünaburg hier rüber und auch aus Minsk hier hoch durch diese Schockarmee hier blockiert sind. Mal gucken, ob wir die rausbekommen. Generell ist mein Plan, das Ganze mittelfristig ebenfalls zu kontern. Ich habe hier mal einen Bereitstellungsraum eingemalt. Da werden jetzt Einheiten oder sollen Einheiten hinverlegt werden, wie die Panzergrenadiere hier. Und dass wir vielleicht mittelfristig, vielleicht in 3-4 Runden über Riga einen Gegenschlag machen und eventuell hier einen größeren Kessel bilden. Ich selber habe auch vor, einen Kessel zu bilden, und zwar hier unten, dass wir hier die schwere Panzereinheit, die Armee und die Schockarmee hier in einen Kessel zwingen. Mal gucken, ob uns das gelingt, hier aus diesen Bereichen. Ich muss natürlich aufpassen, dass ich hier oben nicht so viele Einheiten mit abziehe. Generell werde ich auch versuchen, ein bisschen Druck zu machen auf Smolensk. Ich habe jetzt hier auch nur kleinere Pfeile eingemalt. Das ist jetzt noch kein groß angelegter Angriff. Soll hier bloß die Einheiten ein bisschen entlasten. Generell fällt auf, dass gar nicht so viele Einheiten mehr unentdeckt sind. 4 Einheiten weiß ich nicht. 2 Armeen sind ja komplett verschwunden. Da weiß ich nicht mehr, wo die hin sind. Und 2 unbekannte Einheiten. Ich habe mal hier 2 nach Moskau reingesetzt. Wie gesagt, die bekannten Punkte hier oben bei Tallinn und so, die sind sicherlich auch vom Steinwallen besetzt. Wir können hier mal kurz gucken, hier in dem oberen Bereich aufgeklärt. Momentan ist hier bloß die Armee, die Raketenartillerie, 2 Panzer. Und dann muss ich hier noch in dem Bereich irgendwo ja, die Panzerzüge befinden. Ich weiß nicht, ob das 2 verschiedene sind oder ob es der eine ist, der hin und her fährt. Ich habe jetzt mal hier 2 eingetragen, einmal hier und einmal hier im Raum Smolensk. Kann aber auch gut sein, dass die einfach hin und her fahren. Dann fehlt uns hier auf alle Fälle im Raum Bryansk, muss noch irgendwo ein Hauptquartier stehen. Das hatten wir mal aufgeklärt, die letzten Runden. Das wird ja da auch noch irgendwo sein, denn die Einheiten, gehen wir davon aus, dass es für Steinwallen auch sehr wichtig ist, Bryansk hier zu halten. Des Weiteren befindet sich mindestens noch eine Pack irgendwo in diesem Bereich. Ja, und auch hier im Westen, es kann gut sein, dass er auch versucht, hier ein kleines bisschen Druck Richtung Kursk aufzubauen, um es weiter am Nachschub zu hindern. Aber in dem Raum dürfte nicht mehr viel stehen. Kann natürlich gut sein, dass die 4 Einheiten sich auch in diesem Raum hier irgendwo befinden, massiert, um in meine rechte Flanke vorzustoßen. Ich glaube das allerdings nicht, so als hat es mir die Russen hier durcheinander gewirbelt. Wäre schön, wenn das auf dem Spielfeld auch passieren würde. Gut, die Schiffe sind jetzt erstmal nicht so voll Interesse für uns. Das heißt, wir sehen, noch haben wir die Rote Flut einigermaßen gut im Griff. Hier im Süden wird sich erstmal noch nicht viel tun. Ich werde sicherlich in dieser Staffel, in den nächsten 5 Folgen, hier die ein oder andere Einheit erstmal wegverlegen. Und hier, ich habe es auch schon eingezeichnet. Wir werden versuchen, hier diese Einheiten hier zu kesseln. Mal gucken, vielleicht erwischt man das Hauptquartier auch irgendwo. Und Kiew wird jetzt wohl endlich mal in den nächsten 3-4 Runden, ich hoffe es zumindest, fallen. Ja, also in Russland sieht es nach Kesseln und Gegenkesseln aus. Ich bin gespannt, ob wir uns hier oben verteidigen können. Es ist tatsächlich relativ schwierig. Also noch stehen hier relativ viele Einheiten, aber ihr seht ja auch, was hier aufgeboten ist. Wir haben hier 3 Armeen mutmaßlich 3 Armeen in dem Raum, 2 schwere Panzerarmeen, eine normale Panzerarmee. Mittlerweile sind hier auch schon die taktischen Bomber angekommen.
Wir haben leichte Panzer, die uns das Leben vielleicht schwer machen. Und ja, da werden wir uns auf alle Fälle auf einen Abwehrkampf einstellen müssen. Was mir Sorgen macht, und das seht ihr jetzt hier, sind die Amerikaner und die Briten. Weniger die Briten. Bei denen habe ich lediglich 3 Einheiten nicht aufgeklärt. Die Briten haben momentan 19 Landeinheiten. Letzte Runde waren es noch 17. Aber wir können mal hier gucken bei den Amerikanern. Die Amerikaner haben jetzt mittlerweile 12 Einheiten, wovon ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Einheiten nicht zuordnen kann. Die sind irgendwo, bereiten sie eine Invasion vor. Entweder in Frankreich oder woanders. Wir haben jetzt auch zum ersten Mal verstärkte Flottenaktivität wieder im Mittelmeer und im zentraleren Mittelmeer auch gesehen. Das bedeutet wahrscheinlich auch nichts Gutes. Es kann gut sein, dass Steinwallen vorhat, eventuell in Südfrankreich zu landen, in Italien zu landen. Am wahrscheinlichsten denke ich doch erstmal eine Landung auf Sardinien. Dem kann ich momentan nicht viel entgegenwirken. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir die Küste im Süden von Frankreich und im Osten Italiens erstmal stärken. Denn ja, ist auf alle Fälle offensichtlich, dass sich hier wieder einiges tut. Der Druck in Algerien wird auch immer größer. Ich habe es auch schon mal angedeutet. Ich bin mir nicht sicher genau, wann ich anfangen werde, mich rückwärtig abzusetzen und hier bei Bougie einen neuen Verteidigungsriegel aufzubauen. Wird sich immer ein bisschen die Situation angepasst werden. Wie ist das Wetter dort? Kann ich noch Angriffe fliegen? Was ist da möglich? Aber generell müssen wir jetzt hier auch schon ein wenig den Rückwärtsgang einlegen. Tja, und im Irak, da bin ich total überfragt. Das Einkesseln der Armee hier unten, unsere Panzerarmee, war natürlich tragisch. Wir werden die Stadt hier unten noch einnehmen. Befürchte aber, das wird ein größeres Problem werden. Zumal ich hier auch in den Irak sehr, sehr schlecht Einheiten versetzen oder legen kann. Ja, ich würde sagen, sieht doch nach einem einigermaßen vernünftigen Plan aus. Gehen wir mal aufs Schlachtfeld. Fangen wir mit dem an, was ich denke, was am wichtigsten ist und was vor allem für die Heimatfront mit am wichtigsten ist. Propagandaerfolge, und wer ist dafür besser geeignet als Rommel? Wir werden schauen, dass wir den Kessel um Bryansk herum schließen. Was mir hier fehlt in Bryansk, und das haben wir ja auch auf unserem, auf unserem Kartentisch gesehen, es muss hier noch mindestens ein Hauptquartier, eine Pack höchstwahrscheinlich und mindestens noch eine Armee irgendwo hier rumstehen. Ich sag's mal so, mit meinen Panzern, wenn ich hier rüberziehe, kann ich aufklären bis Bryansk. Das heißt, wir brauchen hier westlich von Bryansk noch Aufklärung. Sieht's denn hier aus? Die kann ich eh nicht verstärken. Das heißt, wir ziehen die da mal hoch. Da ist das Hauptquartier. Jetzt muss bloß noch passen, dass wir den... Ja, wir kommen hin. 1:6. Die bleiben stehen. 0:4. Jawohl, das Hauptquartier ist weg. Das bedeutet, und die Eisenbahnlinie hier ist auch unterbrochen, das bedeutet, dass diese Einheiten jetzt hier deutlich schlechter kämpfen. Wichtig wäre es jetzt allerdings, dass wir tatsächlich auch in dieser Runde noch Bryansk irgendwie mitnehmen können. Sonst Punkte 3, da könnten wir die Panzer angreifen. Alles wird interessant. Mindestens den Angriff können wir machen. 1:5. Verteidigung durch Artillerie. 5 bei ihm. Und die Einheit ist weggezogen. Dann können wir hier noch 0:4 angreifen auf die Raketenartillerie. Oder wir ziehen raus. Das ist die Frage. Komme ich an Bryansk ran? Komme ich an Bryansk ran, ohne dass ich die Panzer zerstöre? Wahrscheinlich nicht. Aktionspunkte 4. 1:4 hier bei den Panzern. Das ist gut. 1:3, 4:5. Ne, da kann ich mit dem auch keine 2 Angriffe machen. Warum kostet mich das 3 Punkte? 1:2. Das kostet mich 3 Punkte wegen den Kontrollzonen dieser Einheiten hier. Da kommen wir nicht raus. Ist die Frage, ob ich Sonder Control 4. Machen wir das hier so. 1:4. Drei
3 abgezogen, einer bei mir. Kommen wir jetzt ran? Ja, dann könnte man da einen Angriff fahren. Die Frage ist, ich muss natürlich hier auch noch Angriffe auf Bryansk. Mit wie vielen Einheiten kommen wir denn ran? Eine Einheit. 3 Angriffe. Okay, die Panzer hier oben müssen weg. 0-3. Abfangjäger. Ah Mensch, das hätte ich auch verhindern können. Hoffentlich können wir die Panzer jetzt ausschalten. Na komm, was passiert denn da jetzt? Ah, steht immer noch mit einem. Aktionspunkte 3. Oh Mensch. Ah doch, Moment, wir kommen dahin. 0-4, 2-1, das heißt. Schwierige Angelegenheit hier. Okay, probieren wir das so. Wir haben hier einen Angriff, 2-1. Was können unsere Bomber hier ausrichten? 1-3, 0-1. Ah, mir ist das 1-3 natürlich lieber, wenn ich ehrlich bin. Schauen wir mal, ob wir irgendwie die Einheit hier aus Bryansk rauskriegen. 1-1 gefällt mir nicht. Mit Infanterie komme ich nicht ran. 0-2. 0-1. Da müssen wir die Bombe auch noch mit rannehmen. Bryansk ist auf 4 runter. 0-2. Ah, okay. Jetzt brauchen wir 2, das könnte klappen. 1. Nein! Zwei Aktionspunkte. Habe ich noch Bomber, die hier was ausrichten können? Ich hätte die Bomber wahrscheinlich besser woanders benötigt, aber wenn ich jetzt Bryansk hier freikriege. Eine noch übrig. Jawohl. Es hat geklappt. Bryansk ist unser. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Huh. Okay. da brauche ich jetzt erstmal eine kurze Pause und dann überlege ich, wie es hier weitergeht. Denn dass jetzt hier oben auch noch Jagdflugzeuge sind, ist schon ein Indikator, das, was ich auch vorhin am Kartentisch angesprochen habe, dass eventuell sich natürlich im Raum Moskau sollten E-Kräfte sein, dass sich hier aber auch schon irgendwas versammelt, um eventuell meine Flanke vorzustoßen. Da muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Aufklären kann ich hier nicht mehr wirklich in diese Richtung. Hier hoch vielleicht noch. Naja. Schwierig, unsere Aufklärer sind ja nicht mehr da, aber die habe ich sowieso meistens irgendwo geparkt. Aber ich muss mir jetzt hier tatsächlich erstmal eine Auszeit nehmen, denn dass wir jetzt Bryansk in dieser Runde noch einnehmen, hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich wollte den Kessel zumachen. Jetzt haben wir den Kessel zu. Der dürfte ja auch keinerlei Versorgungspunkte mehr haben. Das heißt, die Einheiten hier unten sowieso nicht. Darum kann ich mir überlegen, ob ich jetzt hier den Angriff noch mache mit den schweren Panzern oder ob ich die Panzer nach Orel reinstecke zum Sichern. Was wahrscheinlich das Vernünftigste wäre, komme ich hier mit der Garnison auch noch ran, mit dem Chor. Nee, Pause, das muss deutlich sauber durchdacht werden. Wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe und ich zum einen Rommel möglichst nah ranbringen möchte an die Einheiten, die hier oben stehen, was sinnvoll wäre, am besten natürlich nach Orel selber, muss ich den natürlich absichern gegen Angriffe von Osten und Norden. Ziehen wir ihn erstmal da hoch.
Ist denn dann die Versorgung die nächsten Runden? Zufriedenstellend? Ist die Frage, was kostet mich denn eine Verlegung? Nach Kursk. Die Frage ist, wie läuft das mit der Versorgung? Was kostet mir denn das Verlegen? 21. Lohnt sich das? Die Regel, die erschließt sich mir nach wie vor nicht hundertprozentig. Ich denke mal, dass es hier nichts bringt. Jetzt habe ich es getan. Teuer. Hat nichts gebracht. Ah, shit. Hätte ich weiter hochziehen müssen. Jetzt bringe ich den hier sogar noch in Gefahr. Verlegen. Okay. Wir verlegen das 30. Korps hier hoch. Wir verlegen dieses Korps wohin? Denn ich muss natürlich auch noch aufpassen. Na gut, ich kann mich hier in den Weg stellen. Was haben denn die leichten Panzer? Die haben 6 Aktionspunkte, glaube ich. Ich muss tatsächlich hier unten im Süden auch noch sichern. Komm, wir verlegen die jetzt mal hier hin. Und da ist die Frage, bilden die dann eine Kontrollzone? Wenn ich den hier hinziehe, 1, 2, 3, 4, dann kommt er durch. Ja, ich muss den irgendwie absichern hier. Die werden verstärkt. Dadurch ist jetzt der Kluge gesichert. Die könnte ich auch verstärken. Verschanzung 1, wisst ihr was? Ich verstärke die jetzt auch erstmal. Sichern wir hier ab. So. Okay. Ah, gut, dann können wir den Angriff auf alle Fälle hier noch führen. Jetzt ist die Frage, kommen die Panzer hier durch? Ja, würden sie. Das heißt, wir müssen uns hier irgendwie in den Weg stellen. Am besten weiß ich ihn direkt hier ab. Die Armee hier unten dürfte nicht mehr... Also ich gehe davon aus, dass die Versorgung auf null runter ist. Von Brianz geht nichts mehr aus und hier über den Fluss... Da wird nicht mehr viel rüberkommen. Das heißt, die können sich maximal ein Feld bewegen, können hier meinen Nachschub nicht abzwicken. Dasselbe müsste für die Einheiten hier oben gelten. Ich könnte hier guten Gewissens natürlich die erste Panzerarmee hier der Russen angreifen. Allerdings haben die eine Versorgung von 8. Selbst wenn er die aufstockt, wobei bei Versorgung 0 kann er sie nicht so viel aufstocken. Nee, nehme ich ihm lieber nächste Runde weg. 0-2. Endlich ist die Schockarmee weg. Wie viele Einheiten haben wir denn jetzt schon zerstört? 2 Panzereinheiten, das Hauptquartier. Plus die sind schon mal 4 Einheiten. Dass man zumindest so viel ihm wegnehmen, wie er uns weggenommen hat. Oder mir weggenommen hat. Da haben wir keine Angriffe mehr. Ich denke mal, in dem Sektor passt es jetzt ganz gut. Frage ist, was machen wir mit der Einheit? Wo setzen wir die hin? Ich würde denken, wir setzen die direkt auf die Gleise. Oder hier von Süden kommend. Hier von Süden kommt, dass sich dann auch jemand um die Armee kümmern kann. 0-3. Versorgung 7. Auch den greife ich jetzt nicht an, denn sonst sind die schneller da, als ich schauen kann. Das machen wir erst in der nächsten Runde. Gut, jetzt müssen wir gucken, wie kommen wir denn hier an den Spätzle ran. Da muss ich nämlich aufpassen, dass der nicht zu nah an mein Hauptquartier rankommt.
Auch wenn das Bernolac-Core schon sehr geschunden ist. Versorgen 0, das heißt, die müssten doch jetzt eigentlich im Laufe der Zeit hier, Moment mal, den aus Konotop, den werde ich eh verlegen, nach Norden, da brauchen wir ihn dringend. Es ist also relativ unerheblich, dass diese Einheit hier rumsteht. Sollten wir uns doch lieber mal Kiew zuwenden. 0:3. Verschanzung von 4. Ich muss erstmal verstärken hier. Jetzt kann ich den hier nicht wegziehen, um die zu zerstören. Na gut, ist jetzt auch nicht kriegsentscheidend. Bringen wir die mal näher ran. Gut, ich hoffe, das mit Rommel war jetzt nicht zu viel. Also den Kessel haben wir jetzt schon mal gemacht. Jetzt den zweiten Kessel, den ich bilden möchte, der ist hier. Mir fehlt natürlich jetzt ein bisschen die Schlagkraft. Wie viel Bomber haben wir denn noch? Ich habe nämlich bloß noch einen Bomberangriff. Ne, zwei haben wir noch. Okay, das ist gut. Schauen wir uns das jetzt hier mal an. 1:2, 1:3. Hier gibt es wahrscheinlich aber auch wieder Jäger, oder? Weißt du was? Wir schauen mal, ob wir die jetzt rauslocken können. Abfangjäger. -2 bei mir. -3 bei ihm. Hart gesessen. Und wir haben jetzt hier gleich zwei Hauptquartiere aufgedeckt. Plus den Panzerzug. 1:3. Leider nur 1:2. 0:2. Was haben wir denn hier jetzt für Kampfergebnisse? 2:3. Hört sich doch eigentlich ganz vernünftig an. Mit den Armeen komme ich nicht hin. Dann haben sie sich hier zurückgezogen. 5:2 ist natürlich kein gutes Ergebnis. Wir müssen jetzt bloß den Kessel hier dicht machen. Verteidigen wird über... Nee, können wir dem Fluss leider nichts. So, die Einheiten haben jetzt erstmal auch keine Versorgung. So, die Einheiten dürften jetzt nächste Runde keine Versorgung mehr haben. Haben wir noch Bomberangriffe? Negativ. Haben wir jetzt alles aufgebraucht. 5:2 ist kein gutes... Ich gehe jetzt mal... Also ich muss jetzt... Ich bin in der Situation noch nicht oft gewesen. Die Frage ist jetzt mit Versorgung 0, wie effektiv können die noch angreifen? Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass es nicht mehr allzu effektiv ist. 4:0. Wir können mal schauen. Das sind Punkte 1, 2, 3, 4. Kommt hier direkt nach Poloschk rein. 3:2 machen wir. 4 abgezogen. Das war heftig. 4:3. Hätten die Panzer bloß noch 4, das ist nicht gut. Das wäre quasi die Panzer hier opfern. Die müssen wir jetzt mal verstärken. Also der Kessel ist erstmal zu. Zuhalten werden wir nicht können. Die schweren Panzer hier sind nicht mehr einsatzfähig. Schockarmee kann angreifen, plus diese Armee hier. Vielleicht wäre es von Vorteil, Mogilev können wir uns nicht bewegen. Ich hätte den Angriff hier nicht machen dürfen auf die Stoßarmee. Das war Blödsinn. Zone of Control.
Die Panzer hier oben brauche ich nämlich, um hier oben zumindest die Angriffsbemühungen ein bisschen abzuschwächen. Ich muss gucken, dass ich einen dieser Gardepanzer irgendwie ausnocke. Mir ist übrigens aufgefallen, gut, dass ich noch gesehen habe, die Russen sind mittlerweile auch auf Infanteriewaffenstufe 3. Das bringt ihnen im Vergleich zu mir einen kleinen Vorteil, denn sie haben die Werte hier weichhart 6-3, 5-4. Während meine Corps Eigenschaften 6-3, 5-3 haben. Das heißt, Infanteriewaffen 3 ist tatsächlich ein Tick besser. Was mich wundert, der Entwickler hat eigentlich gesagt, die russischen Einheiten müssten nach wie vor ein Tick schlechter sein. Aber es ist so, wie es ist. 3-1. Wie machen wir das jetzt hier? Verstärken auf 8. Wisst ihr was? Ich setze die tatsächlich jetzt. Es bringt uns aber auch nichts, oder? Die Armee kann. Nee, die Stoßarmee muss immer noch denselben Weg gehen. Nee, das bringt uns nichts. Wir gucken, dass wir jetzt hier ein bisschen Sand ins Getriebe bringen. Vier zu drei. Bombardieren können wir nicht. 3-1 gefällt mir auch nicht. Wir machen jetzt den 4-3 Angriff. 3-3 würde mich mit 3 zurücklassen. Ich mache das jetzt trotzdem. Wir werden die Armee hier rausziehen, dass er nicht an mich rankommt. 2. Ich muss natürlich aufpassen, dass hier die Stoßarmee. Wobei die Versorgung auf 0 runter ist, der kann sich nicht mehr so viel bewegen. So, da ist er doch wohl hoffentlich einigermaßen Sicherheit. 2-1, 2-2. Einmal schwere Panzer weg und dann muss ich mich auch hier wieder möglichst zurückziehen. Frage ist nur wohin, auch hier kommt diese Stoßarmee wieder ran. Herrgott, zack, sie fix. Aber hier ist noch gefährlicher, da sind wir im Einflussbereich von mehreren Armeen hier. Die Garnisonen. Die Entscheidungen werden nicht einfacher. Tausche ich die jetzt durch. Da stehen lassen ist keine Option. Ich tausche die durch. Kann jetzt nur hoffen, dass die Stoßarmee hier nicht allzu viel Schlagkraft hat. Vielleicht können wir auch noch irgendwas hinsetzen da. Müssen wir gucken. Verstärken können wir nicht, also dann können wir auch einfach hier die leichten Panzer angreifen. Das war jetzt kein gutes Ergebnis. Einmal die Eliteverstärkung, um Düneburg halten zu können. Dann muss ich gucken, dass wir hier noch irgendwas hinsetzen, dass nicht, dass die Einheiten hier nicht Richtung meiner Panzer kommen. Nur woher nehmen und nicht stehlen, gell? Also hier im Osten ist jetzt alles so weit abgesichert, wie ich mir das vorstelle. Zumindest so einigermaßen. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Ich denke, wir werden die Garnison hier hinsetzen, um unser Panzer zumindest abzudecken, ein kleines Stück. Oder setze ich die Pack dahin? Verlegen, 9. Setzen wir mal die Pack dahin. Und dann können wir bestimmt hier noch irgendeine Garnison setzen, einfach nur um einen Angriff aufzubrauchen. Auch wenn die Garnison dann damit natürlich das Zeitliche segnet. Ah, die kann ich gar nicht verlegen. Warum? Versorgung 4. Dann verlegen wir die Einheit aus Minsk. Wie gesagt, die ist nur dafür da, um einen Schlag abzufangen. Dann müssen wir Minsk natürlich wieder besetzen. Die Jagdflieger hier werden verstärkt. Die Bomber haben Angriffe geflogen, die können wir nicht verstärken.
Die ebenfalls nicht. Ne, da haben wir keine Angriffe mehr übrig. Hier machen wir mal eine Elite-Verstärkung und dann finden wir schon ein Einsatzgebiet für die. Gut, und dann haben wir hier nochmal eine Pack. Wo würde uns die was bringen? Ah, hier drüben. Hier drüben wäre gar nicht so verkehrt. Frage ist nur, Aktionspunkte 4 von 5, die haben 4 Aktionspunkte. Ich schaue bloß mal, ob die nicht meine Nachschublinien irgendwie unterbrechen können. Wobei wir hier hoch auch eine haben. Sollte schon gehen. 1, 2, 3, 4, 5. Er kommt schon bis hier rein. 1, 2, 3, 4, 5. Nicht, dass der nach Xiaoliai rüberkommt. Lohnt es sich, die Pakte einzusetzen? Hier in dem Bereich verlegen. Schauen wir mal. Hier ist alles dicht. Da unten brauchen wir es nicht. Hier auch nicht. Das heißt, eigentlich wäre tatsächlich das hier ein geeigneter Ort für die Pack. Ja. Da steht sie gut. Die werden jetzt hier erstmal ein Upgrade verpasst bekommen. Wobei ich muss echt langsam überlegen, was wir in Italien, ich habe es ja auch schon am Kartentisch angesprochen, irgendwas tut sich hier im Mittelmeer. Und es wird wahrscheinlich dringend Zeit, Einheiten nach Italien zu verlegen. Ich brauche nämlich, spielmechanisch gesehen, brauche ich 2 Einheiten. Oh, die nationale Moral geht auf 60 zu. Ab einer Moral von 40, glaube ich, brauche ich 2 deutsche Einheiten, die in Italien stehen. Sonst wird das nichts, wisst ihr was? Das werden wir jetzt dann auch gleich anpacken. Ich lasse das Korps hier mal so stehen. Und ich würde sagen, die Einheit hier packen wir mal nach Xiaoliai. Von da aus können wir eventuell Zangenbewegungen, die hier rumlaufen, noch kontern. Ja. Und bevor ich jetzt weiter überlege, schlage ich das jetzt im Handbuch mal nach, wie denn das mit Rom ist. So, gut, dass ich nachgeschaut habe. Auf alle Fälle brauche ich, wenn Italien unter 20% fällt, wir haben jetzt noch 62%, brauche ich 3 Einheiten, 3 deutsche Einheiten in der Nähe, 15 Hexfelder in der Nähe von Rom. Das ist momentan noch nicht der Fall. Das Upgrade lassen wir jetzt aber trotzdem nochmal hier so sacken. Die graben sich ein. Gut. Ja, verstärken oder nicht verstärken. Ich würde sagen, ja, wobei gegen die Angriffe hier oben werden wir wahrscheinlich alt aussehen. Und ich wollte auch noch eigentlich einen Befehlshaber, den Model, eigentlich noch mit hier hochziehen. Frage ist, kommt er hier ran? 4 Bewegungspunkte. 1, 2, 3, ja, da kommt daran. Die Frage ist, ob er ihn sieht. Ja, er sieht ihn da auch. Schwierig, schwierig. Erneut, erneut. Ne, ich brauche hier auf alle Fälle den Befehlshaber. Steht der auf halbautomatisch? Mensch, das habe ich ja wieder komplett vergessen. Modus. Mal halbautomatisch. Wieder komplett vergessen, hier zu überprüfen, wer hier an wen angehängt ist. Ha, gut, zack, das darf mir nicht allzu häufig passieren. Am besten eigentlich gar nicht. Nee. Zu spät. Setzt man den Model da jetzt noch hoch oder nicht? Ja, ich brauche da oben auf alle Fälle jemanden. Verlegen. Setzt man jemanden nach Kaunas. Und da müssen wir auch mal gucken, dass wir hier, wir sind jetzt mal sämtliche Einheiten überprüfen, wie die versorgt sind die nächsten Runden. Ja, hier sieht es nämlich schlecht aus. Das heißt, wir müssen auch hier gucken, dass wir noch im Hauptquartier rankommen. Ziehen wir mal aus Gommel raus. Sind wir auf 5. Ja, jetzt habe ich hier eine beschissene Versorgung.
Genauso bescheiden wie vorher. Mit dem Unterschied, dass es jetzt gefährlicher wird für mich. Gut, wir müssen hier absichern. Die verstärken wir. Hier können wir nicht verstärken. Die sind im Wald. Ich lasse die da jetzt einfach stehen. Auf 10 verstärkt ist natürlich jetzt auch nicht der Wahnsinn, gell? Auf 8. Gut, wo setzt man jetzt die Einheit hin? Hier hoch in den Wald. Eins, zwei, drei, vier. Also ich habe gerade irgendwie so das Gefühl, dass ich hier gerade total den Wurm reinbringe. Aber das lässt sich jetzt auch nicht ändern. Wie sieht es denn hier aus? Ich brauche hier noch eine Garnison, um das Hauptquartier abzusichern. 1, 2, 3. Ja. Die Frage ist, wie viel können die sich bewegen? Die Versorgung ist runter. Das heißt, die dürften sich nur minimals bewegen können. Vielleicht einen oder so. Ich hoffe, ich liege da richtig. Aber ich kann die anderen hier trotzdem nicht wegziehen. Dnipropetrovsk brauche ich, damit der Nachschub hier offen bleibt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verlegen kriegen wir den da hoch. Das ist ein Gestöpsel hier. Ne, hier komme ich gar nicht mehr ran. Mist. Das heißt, ich muss jetzt hier das Risiko eingehen. Aber ich glaube nicht, dass die sich hier so hoch bewegen können. Ich muss jetzt darauf vertrauen. Die Versorgung. Wird schon schief gehen. Einmal auf 10 verstärken. Den Angriff, den machen wir nicht. In den Sumpf ziehe ich jetzt auch nicht rein. Das kann man in der nächsten Runde machen. Minsk ist gesichert. Okay, jetzt muss ich leider nochmal alles durchgehen. Ui, mir tut... Ich habe auch gedacht, dass es heute wieder eine kürzere Folge wird. Da wollen wir nicht angreifen. Hier geht nichts mehr. Das passt. Ebenso. Dann, hier haben wir unsere Angriffe ebenfalls alle gemacht. Den auf Kiew noch nicht. Dann verstärken wir uns nochmal auf 10, dass wir hier ein bisschen schlagkräftiger werden. Gut. Hier unten werden wir uns jetzt ebenfalls erstmal auf verstärken. 1:0. Mariupol lassen wir jetzt auch nochmal stehen. Dann würde ich sagen, war es das in Russland. Hier oben, es wird immer wieder auch in den Kommentaren diskutiert, meinen Flugzeugträger einzusetzen. Hier oben bei Leningrad. Es bringt mir einfach nichts. Es würde die Moral ein bisschen runterschrauben. Sie können nicht entschanzen, sie können ihnen keine Stärkepunkte abziehen. Also dafür muss ich meinen Flugzeugträger jetzt hier nicht in Gefahr bringen. Aber ja, ein Hobbyadmiral wird aus mir nicht mehr. So. Wir haben hier Bewegung, das haben wir gesehen. Und ich frage mich, wir hatten ja auch den Hinweis, dass wir 2 Schockarmeen ohne Versorgung haben. 2 Schockarmeen ohne Versorgung. Hier tut sich auch was. Das ist eine interessante Frage. Nicht, dass hier steht irgendwas. Ja, okay, aber immerhin keine Schockarmee. Ah,
Wenn wir da sind, können wir auch gleich weitermachen. Tatsächlich wird es hier unten jetzt ziemlich hakelig. Naziria gehört uns. Angriffe sind wahrscheinlich relativ schwer. Wir sind verschanzt. Ich würde fast sagen, wir... Auf der anderen Seite kann uns dann angreifen mit 1. Was haben wir denn da nächste Runde für eine Versorgung? Eine Versorgung von 1 ist natürlich bitter. Vielleicht müssen wir doch gucken, dass wir hier zumindestens... Überlegung ist, zu versuchen, hier die 10. Armee hier irgendwie rauszubekommen. Wir probieren es, dass wir einen Korridor schaffen. Komm, verschwinde! Ah, Mist! Ja, es wird langsam zäh. So, das Problem ist jetzt hier natürlich auch noch, dass wir jetzt hier diesen christenen Russen haben. Entschuldigt bitte die Ausdrucksweise. Gefällt mir nicht. Aber der müsste von der Versorgung her auch ziemlich runter sein. Gut, Irak bin ich tatsächlich am Überlegen, meine Bombe aus Algerien zu verlegen. Und wisst ihr was, das mache ich jetzt auch. Dass wir im Irak jetzt Unterstützung haben und dass es da jetzt hoffentlich eventuell wieder das Ruder dann rumreißen können. Wohin verlege ich, dass der sie nicht sehen kann? Hier. Ah, das war scheiße. Mensch, Alex. Nee. Das wäre ein Tag gewesen, wo ich am besten gar nicht aufgestanden wäre oder gespielt hätte. Mal schauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Legen wir den mal dahin. Und dann brauchen wir auf alle Fälle auch noch irgendwelche Jäger. Die finnischen Jäger werden verstärkt. Die deutschen Jäger werden verstärkt. Und auflösen von wegen. Verlegen, 33. Gut, jetzt haben wir bloß noch 362 Punkte. Das ist natürlich nichts. Wollte ich mit dieser Garnison noch irgendwas machen? Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich denke, da stehen wir ganz gut. Wobei, wir könnten mal anfangen, Garnisonen der Deutschen auch nach Italien zu verlegen. Irgendwas brodelt hier im Mittelmeer. Und mir ist nicht so ganz klar, was. Hier hätten wir eine Versorgung, allerdings nicht über den Hafen. Wir setzen den jetzt mal hier hin. Wir verlegen Einheiten an die Häfen hier unten. Toulon, Marseille. Ja, das italienische Schlachtschiff wird verlegt. Wir brauchen noch Rom, müssen wir schützen, verlegen. So, das war es nämlich wahrscheinlich auch schon größtenteils mit den Italienern. Was machen wir jetzt hier mit unseren Marinebombern? Das ist die nächste Frage. Hier können wir nichts weitermachen, als uns zu verstärken und zu hoffen, dass alles einigermaßen gut geht. Ja. Prinzip Hoffnung. Was machen wir mit unseren Marinebombern? Ich kann natürlich jetzt hier auf gut Glück irgendwo hin bombardieren. Frage ist nur, A, was treffen wir? Und B, Versorgung 8. Wo könnte ich die eventuell sinnvoller einsetzen? Wisst ihr was, ich verlege jetzt mal hier rüber. Ich erwarte irgendwie Italien, Sardinien unten. Irgendwas wird da passieren.
glaube, im Irak habe ich einen totalen Schmarrn gemacht. Okay. Hier oben, da hat sich hier irgendwas hochbewegt und jetzt muss ich tatsächlich davon ausgehen, dass es eventuell hier eine Stoßarmee ist. Wo verschanzen wir uns denn am besten? Ich würde sagen, hier in Kandalaksh. 0 zu 0, 0 zu 1. Sehr gut. Dass wir die Stadt jetzt hier auch möglichst schnell mal rausholen. Wie sind da die Versorgung? Bescheiden. Etwas besser da drüben zumindest. Gut. Ich werde jetzt nochmal eine kleine Pause nehmen und alles sauber überprüfen. Und dann machen wir noch die restlichen Geschichten wie Einkaufen, wobei viel haben wir da ja nicht mehr. Palermo Hafen. Das was, wir verlegen den jetzt auch mal nach Syrakus rüber. Irgendwas passiert hier oben. Da haben wir auch einen Hafen. Montpellier. Verlegen. So. Ich würde jetzt nicht sagen, die Hafenstädte sind sicher. Ah, Marseille haben wir auch noch. Wir haben doch hier noch irgendwo Italiener, ja. Die müssen wir dann irgendwann mal rausziehen. Das Chor da. Wie ist denn das? Kommen wir da hin? Ja. Irgendwo Petrovsk ist aber... Mir fehlt es an allen Ecken und Enden mit Einheiten. Und zwar komplett. MPP, wir verlegen jetzt. Ja, die stehen natürlich dann da scheiße, gell? Ist egal. Erstmal angekommen. Nee, kurze Pause. So, ein bisschen Kleinkram habe ich natürlich noch gefunden. Hier die Bomber noch verstärken. Ihr merkt schon auch gerade so ein bisschen an meiner Stimmung. Ich habe wirklich Bedenken, dass ich diese Runde komplett einen Schmarrn gemacht habe. Aber es wird sich noch zeigen. Na gut. Brauche ich nicht drüber nachdenken. Ändern kann ich es eh nicht mehr. Und zwar war noch eine Einheit. Was wollte ich hier noch machen? Ah ja. Den Schlachtkreuzer hier noch in Sicherheit bringen. Die Prinz Eugen. Dann haben wir hier oben noch ein U-Boot. Was wird uns das Verstärken kosten? Muss aufhören. So. Wie viel können wir noch kaufen? Eine Armee. 150. Wie viele Kurs? Oh Mann. Das war alles viel zu teuer. Gut. Damit sind die Deutschen auch schon durch. Und bei den Italienern können wir dann noch weitere Sachen kaufen, die interessant werden für uns. Ein weiteres Chor. 480. Das kaufen wir. Und dann war's das mit dieser Runde. Haben eben 5 Einheiten abgezogen. Es ist nicht viel, aber momentan sind relativ viele Einheiten, ich hoffe mal totgeweiht. 1, 2, 3, 4 Einheiten, 5, 6, 7. Und die hier oben, mal gucken, ob wir das aufrechterhalten können. 8, 9 wären 10 Einheiten, mit denen es schwierig wird für ihn. Upgrade Core, können wir es noch machen? Nein, um einen Punkt nicht. Ich fasse es nicht. Oh Mann. Okay, also diese Runde und leider auch die erste der Staffel hier, die geht nicht an mich. Und ich denke mal, hier ist jetzt alles soweit erledigt, was zu erledigen ist. Ja. Mir graust, aber ich muss den Zug abschicken.
Italiener können es für 90 auch nichts mehr forschen. Nee, kaufen können die Italiener auch nichts mehr dafür, was sinnvoll wäre. Oder eine Garnison. Ist eh ausgeschöpft. 5 Armeen könnten Italiener noch bauen. Tja, dann sparen wir mal auf Armeen. Was würden uns denn die kosten? 300. Nicht gerade günstig, der Tarif. So, jetzt bin ich gespannt, was nächste Runde passiert. Vor allem hier oben im nördlichen Abschnitt in Russland bei der Heeresgruppe Nord. Ob wir hier Düneburg noch etwas halten können, dann bin ich sehr gespannt, was hier im Kessel passiert. Und was hier im Kessel passiert, das wird sich zeigen. Hoffentlich möglichst bald. Ich schicke den Zug ab. Tue ich es wirklich? Ja. Beenden. Nachschubmangel beim Elbrus Express. Ich befürchte auch, das war es mit ihm dann. Dann haben wir lauter alliierten Überfallangriffe. Perons Aufstieg an die Macht beginnt, als die argentinische Regierung mit einem Militärputsch gestürzt wird. 1023 nehmen wir ein. Italien 223. Ja, das war's. Ich wünsche euch viel, viel bessere taktische, operative und natürlich auch strategische Entscheidungen auf euren Schlachtfeldern als in dieser Runde bei mir. Mal gucken. Vielleicht war es ja doch gar nicht so schlimm. Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Ciao, pfiat's euch, servus.